Was ist Mikroplastik und wo steckt es überall in der Kosmetik drin? Das besprechen wir im heutigen Video. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und hier auf diesem Kanal nehmen wir ja das Thema Kosmetik ein bisschen näher unter die Lupe. Ich lerne mit euch. Und so bin ich vor kurzem auf das Thema Mikroplastik in der Kosmetik gestoßen durch den Leon, der momentan noch eher auf Instagram unterwegs ist. Der hat sich hier aber einen Kanal eröffnet und der kennt sich einfach super mit Inhaltsstoffen aus, muss man wirklich sagen. Ich war, was Mikroplastik in der Kosmetik betrifft, sehr naiv, muss ich wirklich sagen. Also ich habe mich mit dem Thema gar nicht mehr beschäftigt, weil ich einfach gedacht habe, ja, herkömmliches Peeling verwende ich nicht. Du verwendest eh fast nur noch Naturkosmetik. Und ja, dann passt es schon. Ja, dann passt es schon. Und so Schrubbelpartikel in einer Zahncreme habe ich auch nicht. Ich habe ja keine herkömmliche Zahncreme mehr. Also, ich bin da safe und so. Und das war ich einfach gar nicht. Und wie ich jetzt genau auf das Thema gekommen bin, das erzähle ich dir. Ich habe dir heute ziemlich viel Infomaterial in die Infobox reingepackt. Da kannst du alles nochmal nachlesen. Und das ist auch ganz wichtig, um zu verstehen, dass Mikroplastik, wie in meinem Fall, ich dachte wirklich, das sind nur sichtbare Partikel. Das können Kleinstteilchen sein. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Also Mikroplastik fängt an mit unter 5 mm bis zu 1000 Nanometer, was gar nicht mehr wirklich sichtbar fürs Auge ist. Und die Kosmetik bedient sich dem Effekt, dass Plastik oftmals eine Schleifwirkung hat oder eine filmbildnerische Wirkung hat. Bei Sonnencreme ist es ganz übel. Da ist es so, dass die Partikel, diese Plastikpartikel, die Sonne abreflektieren sozusagen. Und es ist wie Hefeextrakt oder Zucker, wenn man auf die Zutatenliste bei Nahrungsmitteln guckt, hat immer einen anderen Namen. Und so gibt es etliche Namen für dieses Mikroplastik, was ja immer eine andere chemische Zusammensetzung hat. Ich werde dir jetzt mal versuchen, hier was einzublenden. Aber ich sag dir jetzt schon, das brauchst du nicht alles auswendig lernen. Du brauchst jetzt nicht hergehen und bei jedem Kosmetikteil, was du jetzt hast, die Inhaltsliste studieren. Wäre für mich auch ein Unding, weil so gut kenne ich mich nicht mit Inhaltsstoffen aus, muss ich an der Stelle auch sagen. Ich habe jetzt durch die Videos, die ich gemacht habe, einfach immer mehr auch durch euch so ein bisschen erfahren. Und an der Stelle möchte ich dir einfach Kojak nochmal mit an die Hand geben. Jeder kennt es, aber die meisten verwenden es irgendwie nicht. Ich habe es so lange schon auf dem Handy und ich habe es einfach nicht benutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl das wirklich die aller einfachste Methode ist, wirklich die App aufzumachen. Selbst im Laden, warum denn auch nicht, einen Scannerstreifen zu scannen und gleich zu sehen, was da drin ist. Vor allem sagt dir die App auch, ob was vegan ist oder nicht. Was ist jetzt Mikroplastik nochmal genau? Mikroplastik wird unterschieden zwischen primär und sekundär. Primär ist das, was ich jetzt immer so ein bisschen auch unter Plastik verstanden habe. Das sind die Teilchen, die beim Zerfall entstehen von einem großen Stück Plastik. Also durch Verwitterung etc. Die sekundären Teilchen sind die, die eben schon klein in den Umlauf geraten. So ein Teilchen, das habe ich ja schon gesagt, kann zwischen 5 mm und 1000 Nanometer haben. Und das habe ich mir hier nochmal eine Zahl aufgeschrieben, was eigentlich relativ gruselig ist. Wenn so ein Teilchen 0,001 mm hat und deine Schweißdrüse eine Größe von 0,4 mm hat, kann das eben auch in deinen Körper gelangen und sich da auch ablagern. Mikroplastik ist relativ schwierig in unserer Umwelt, macht den kleineren Plastikanteil aus von unserem Plastikproblem sozusagen, aber es kann eben zum Tieraussterben kommen. In Tieren wurde bereits schon festgestellt, dass es zu Tumoren kommt, zu Missbildungen kommt, zu Tieraussterben natürlich führen wird irgendwann mal. Man weiß beim Mensch noch nicht, welche Folge das hat, aber sei mal ehrlich, möchtest du Plastik essen? Also ich möchte das definitiv nicht.
Und das Ganze nur, weil wir uns irgendein Cremchen ins Gesicht schmieren. Da sage ich halt einfach, das ist absolut nicht nötig. Bloß, dass wir uns ein bisschen besser fühlen. Teilweise haben diese Zusätze, dieses Plastik, dieses Mikroplastik in der Kosmetik eben keine Pflegewirkung in dem Stil, sondern es macht eben zum Teil auch Kosmetik haltbar. Es macht, dass Kosmetik weißer ist, es macht, dass Kosmetik streichfähiger ist, aber sind wir doch mal ehrlich, das ist uns eigentlich im Endeffekt am Ende des Tages gar nicht wichtig, oder? Solange wir uns nicht ein bisschen mehr mit dem Thema Mikroplastik auseinandersetzen, solange werden Hersteller uns das irgendwie drunter schummeln. Und da ist es wirklich wichtig, dass du hellhörig wirst. Ich bin durch den Livestream von Leon sehr sensibel geworden, weil er da ganz teure Cremes vorgestellt hat. Selbst Cremes von Kiehl's, Augencreme etc. Und in jeder Creme ist Mikroplastik enthalten. Und das muss da nicht drin sein. Es gibt ein ganz gutes Interview. Ihr guckt euch mal die Sachen, die ich euch verlinkt habe, unten an. Es gibt ein ganz gutes Interview, wo eben auch drin steht, dass es durchweg Möglichkeiten gibt, auf diese Sachen zu verzichten. Und ich möchte euch jetzt nicht dazu bringen, dass ihr nur noch Naturkosmetik verwendet, sondern dass ihr wirklich ganz deutlich zeigt, auch den Herstellern zeigt, verarscht uns nicht. Und mit jedem Kauf hast du ja sozusagen eine Art Stimmzettel, die du abgibst und einfach auf ein anderes Produkt ausweichst. Ich weiß, das ist eine Zeit lang wirklich unbequem, weil man ständig einfach irgendwie gucken muss. Und selbst bei mir, ich habe zwei Produkte, wo eben Plastik enthalten ist. Und das eine ist Sonnencreme und bei Sonnencreme ist es noch ganz, ganz schlimm. Ich werde bei euch oder von euch immer noch gefragt, ob ich einen Sonnenschutz empfehlen kann. Ich bin eher in Richtung faul gegangen und habe immer wieder zur herkömmlichen Sonnencreme gegriffen, weil die für mich einfach besser funktioniert hat. Hatte bis jetzt auch schon drei Sonnenschutzprodukte auf Mineralbasis, wo ich überhaupt nicht zufrieden war. Jetzt verwende ich gerade eins von Veleda. Bin ja auch gar nicht drin. Die weißelt, du bist knallweiß jedes Mal. Ich habe bereits schon auf meinem Zweitkanal immer wieder in meinen Vlogs darüber berichtet. Besonders als ich die gekauft habe, habe ich sie aufs Gesicht getan. Ich hatte halt wirklich, das war weiß, es war weiß. Ist eine Kindercreme. Nichtsdestotrotz möchtest du ja nicht, dass dein Kind weiß rumrennt. Also das ist ja auch nicht der Sinn und Zweck der Sache. Ich habe zur Kindercreme gegriffen, weil die einfach kein Parfüm enthält. Wo ich auch ein bisschen mehr darauf achten möchte. Aber wenn wir alle nicht ein bisschen mehr darauf achten, wird sich einfach nie etwas ändern. Guck bitte bei deiner Zahnpasta ganz genau hin. Nutze die App Kojak. Guck bei deinem Duschgel nach, was da los ist. Wenn du ein Naturkosmetikprodukt verwendest, dann ist da kein Mikroplastik enthalten. Da kannst du dir ziemlich sicher sein. Und Naturkosmetik ist das, was auch zertifiziert ist. Da kannst du dir hundertprozentig sicher sein. Also nicht sich von naturidentischer Kosmetik blenden lassen, sondern wirklich Naturkosmetik. Bei deiner Kosmetik, die du dir als Make-up aufs Gesicht machst, da musst du eben halt auch gucken. Also da wird Mikroplastik gerne verwendet, wenn das irgendwie, einmal wieder Filmbildner, aber wenn das auch irgendwie eine Schicht auf dein Gesicht zaubern soll, wie jetzt gerade zum Beispiel Make-up. Und ich habe tatsächlich in dem Catrice Make-up Nylon 12 entdeckt, was eben auch in Plastik ist. Und da werde ich nicht mehr drauf zurückgreifen. Solange es in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich immer noch auf freiwilliger Basis den Herstellern überlassen wird, ob sie jetzt Mikroplastik in der Kosmetik haben oder nicht, solange wird sich auch nicht wirklich was ändern. Also man hat einen Großteil des Mikroplastiks schon aus der Kosmetik entfernt, aber es gibt immer noch genug. Und da habt ihr ja eben auch die Liste unten in der Infobox, die ich euch ja schon verlinkt habe, wo ihr gucken könnt, welche Produkte immer noch Mikroplastik enthalten. Und das sind immer noch viel zu viele. Und es ist ein wichtigstes, nicht nur auf sich selber zu gucken und sich denken, ja, aber dieses Produkt hat mir bis jetzt immer so gut geholfen.
Es ist einfach, so etwas zu ersetzen und vielleicht gerade die Anfangszeit, wo man nach was anderem suchen muss, ist vielleicht ein bisschen unbequem. An meiner Stelle Sonnencreme. Ich habe bis jetzt noch keine gescheite Sonnencreme gefunden. Das ist wirklich unbequem. Aber ich bin einfach weiter auf der Suche. Und es ist wirklich wichtig, dass wir danach gucken, dass wir gemeinschaftlich danach gucken und unser Kaufverhalten einfach in der Hinsicht verändern. Und denk daran, wenn du sowas mit isst, dass so Mikroplastik 100-mal mehr Schadstoffe enthalten wie Meerwasser selbst, das ist eine Katastrophe. Und sowas möchte ich nicht in meiner Ernährung haben. Aber wir kommen nicht drum herum, da Kläranlagen das einfach nicht rausfiltern können. Was tust du in der Hinsicht schon? Achtest du schon auf Mikroplastik? Ich habe es nicht getan, ehrlich. Also ich habe mich sehr darauf gestützt, weil ich mir gesagt habe, 90% von den Produkten, die du verwendest, ist eh Naturkosmetik. Und was war mit dem restlichen 10? Da hat es tatsächlich 2 Produkte eben, die Mikroplastik enthalten. Was machst du gegen diese ganze Geschichte? Schreib mir das doch bitte unten in die Kommentare. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!